nicht gemeint. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt, zum Tagesordnungspunkt 10. E-Petition, Dresden soll sichere Hafen werden. Hier haben wir zunächst eine ganze Vielzahl von Ergänzungsanträgen, Änderungsanträgen, dann Rederechten und ich sage schon mal Fraktionsrunde über den Beginn mit der SPD. Zunächst, bei meinem Ersetzungsantrag habe ich eingangs schon im Bericht OB ausgeführt, habe auch nochmal auf der aktuellen Situation Anpassungen vorgenommen von der vergangenen Sitzung zu heute, um auch die tagespolitischen Herausforderungen mit einzuarbeiten und Ihnen insoweit erneut vorgelegt. Deswegen würde ich jetzt verzichten, darauf jetzt nochmal in umfangreicheren Einbringung des Ersetzungsantrages vorzunehmen. Darüber hinaus liegen mir jetzt Ergänzungs- und oder Änderungsanträge interfraktionell vor und ein Ergänzungsantrag FDP, wo die Frage steht, ob es eingebracht werden soll oder ob Sie es dann in der Fraktionsrunde mitbegründen. Ich sehe da Fraktionsrunde und bei FDP dann auch in der Fraktionsrunde. Genau, gut. Dann hätten wir diesen Teil absolviert. Jetzt steigen wir ein in die Rederechte als erstes und da würde ich beginnen, einfach mal von oben nach unten in der Reihenfolge. Frau Arnold, Ihnen ist Rederecht erteilt worden vom Dresdner Stadtrat. Herzlich willkommen in unserem Kreis. Sie haben das Wort und wir, jeder, auch hier der Stadträtinnen und Stadträte, 5 Minuten Redezeit bitte möglichst einhalten. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für das Rederecht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Dieser Gedanke von Albert Schweitzer trägt mich von Kindheit an und ich möchte mich zeitlebens dafür einsetzen, weil ich überzeugt davon bin, dass wir Menschen es schaffen können in einem guten Miteinander mit der Natur und dem Mitmenschen zu leben. Sie alle hier sind mit einer hohen Motivation angetreten. Und Sie füllen das Ihnen übertragene Amt nach bestem Wissen und Gewissen aus. Alle politisch engagierten Personen, die ich kenne, tun dies mit Herz und Verstand. Wenn es im Grundgesetz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, so haben wir doch alle gemeinsam unseren Mitmenschen im Blick. Wir gemeinsam, Staat und Kirche, für die ich heute hier sprechen darf. Und dieses hohe Gut der Demokratie, das ist doch auch das, was wir weitergeben wollen an unsere Kinder. Sie werden heute erneut über das Thema Seebrücke und sicherer Hafen Dresden beraten und entscheiden. Eine komplexe Sache. Keine Frage. Ihre Verantwortung wiegt schwer und Ihre Entscheidung hat Folgen. Ich möchte den Blick auf die Menschen richten, auf das Leben, auf den Namen des Einzelnen. Am Volkstrauertag im vergangenen Herbst haben wir in der Kreuzkirche an die Menschen gedacht, die im Mittelmeer ertrunken und an den anderen EU-Grenzen ums Leben gekommen sind. Auf 50 Meter langen Papierrollen waren die Namen von 40.000 Menschen zu lesen. 40.000 Mal ein Leben. Ein Mensch, der wie ich geboren wurde, um zu leben und zu lieben.
Die Bibel, die Heilige Schrift für Christen weltweit, kennt 10 Regeln für ein gutes Miteinander. Regeln, die mich heilsam leben lassen und ebenso eine heilsame Beziehung zu meinem Mitmensch fördern. Und da heißt es in der 5. Regel im 5. Gebot: Du sollst nicht töten, denn es ist nun einmal besser für dich, für mich und für mein Gewissen, wenn ich nicht mit dieser Schuld leben muss. Du sollst nicht töten, das heißt für mich aber auch, du sollst nicht töten lassen. Oder anders formuliert, schütze und rette Leben. Wenn ich Mittel und Wege kenne, um das Sterben auch nur eines Menschen zu verhindern, dann ist es eben besser für mich und mein Gewissen, wenn ich handle und eingreife. Sie sprechen heute hier über Seenotrettung und den sicheren Hafen. Wir sprechen in diesen Tagen über die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Und ja, wir können helfen. Wie oft haben wir das in den vergangenen 2 Stunden schon gehört, wie wir helfen können? www.dresden.de, eine aktuelle Übersicht, Staat und Kirche nah beieinander, konkrete Hilfe. Gemeinsam können wir eintreten für das Leben. Hier in Dresden, hier in unserem Land, in dieser Welt, die unser aller Zuhause ist. Als Christin kenne ich keine Nationalstaaten, keine oft ja so historisch willkürlich gezogene Grenze. Jedes einzelne Menschenleben zählt, weil es von Gott gewollt und einzigartig und schützenswert ist. Sie können heute ein Zeichen setzen, sicherer Hafen Dresden, ein Zeichen für gelebte Menschlichkeit mitten in Europa. Und ich bitte Sie, entscheiden Sie nach bestem Wissen und Gewissen und mit Ihrem Herzen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich danke Ihnen für all Ihr Engagement hier in unserer Stadt, Ihren Einsatz für Demokratie in dieser aufgeregten Zeit und für Ihr Zuhören. Danke. Als nächsten Gastredner, wo wir Rederecht vereinbart haben, darf ich Herrn Ebert begrüßen und dann Frau Professor Dr. Böhm. Auch bei Ihnen herzlich willkommen und es gilt dasselbe, 5 Minuten Redezeit. Wir sind gespannt. Vielen Dank für das Rederecht, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, meine Damen und Herren. Der DGB-Stadtrat Dresden steht klar hinter dem Antrag, die Landeshauptstadt Dresden zum sicheren Hafen zu erklären. Wenn Sie heute dem vorgelegten Antrag zustimmen, dann befindet sich unsere Stadt Dresden in guter Gesellschaft mit 267 anderen Städten in Deutschland. Leipzig ist dabei in Sachsen mit gutem Beispiel vorangegangen. Wer die Fernsehbilder und Reportagen der ertrunkenen Menschen im Mittelmeer, allein 2019 waren das nach Angaben des Flüchtlingshilfswerkes über 1.500 Menschen, und die Bilder der umherirrenden Menschen zwischen Weißrussland, der Ukraine und Polen vor sich hat, den können diese Schicksale nicht unberührt lassen. Der DGB unterstützt im Rahmen des Projektes Arbeitsmarktmentoren von Arbeit und Leben Sachsen konkrete Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt. Ich bin Mitglied im Flüchtlingsrat Sachsen und leiste meinen Beitrag, damit die Integration von geflüchteten Menschen durch Unterstützung bei der Sprachvermittlung sowie durch Begegnungen gelingen kann. Einige Menschen sagen, dass das Konzept der sicheren Häfen doch nur Symbolpolitik sei. Das stimmt nicht. Als Gewerkschaften wissen wir nur zu gut, dass man mit einer einzelnen Handlung vor Ort das große Ganze durchaus verändern kann. Ein Betriebsrat
oder ein gut ausgehandelter Tarifvertrag in einem Unternehmen können enorm viel Strahlkraft haben auf andere Betriebe. So etwas stärkt das Gefühl der Solidarität unter den Beschäftigten und die tragen das dann weiter. Und schauen wir doch mal hin. Vor 2 Jahren waren es noch 40 deutsche Kommunen, die sich zum sicheren Hafen erklärt haben. Inzwischen sind es 267 und es werden immer mehr. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, lassen Sie sich also bitte von den anderen Städten und Gemeinden inspirieren und zeigen Sie, wie solidarisch unsere Landeshauptstadt Dresden ist. Die Erklärung Dresdens zum sicheren Hafen wäre vielleicht ein kleiner Schritt, aber es wäre ein wichtiger Schritt, der viel Gutes bewirken kann. Setzen Sie ein Zeichen von Solidarität und Mitmenschlichkeit. Ich bitte Sie daher um Zustimmung für den Antrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes darf ich die Prorektorin der TU Dresden, Frau Professor Dr. Böhm, bitten und im Anschluss Herrn Schmidtke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich bedanken dafür, dass ich heute hier im Stadtrat als Mitglied des Rektorats und damit als Vertreterin der Technischen Universität Dresden sprechen darf. Die Diskussion zur Petition Dresden soll sicherer Hafen werden, wurde ja schon mal verschoben. Zuletzt vorgesehen war sie am 27. Januar, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Dieser Gedenktag ist nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft gerichtet, weil er uns ermahnt, dass diese Menschenrechtsverletzungen nie wieder geschehen dürfen und weil in Reaktion auf die barbarischen Verbrechen dieser Zeit ein Zukunftsversprechen in Form der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erarbeitet wurde. Diese Menschenrechte wirken nur, wenn wir alle uns verpflichten, auch für sie einzustehen, institutionell, aber auch individuell, auf internationaler und nationaler, aber auch auf kommunaler Ebene. Wir tragen alle Verantwortung. Mit der Verlegung Ihres Beschlusses auf den heutigen Abend steht mein Statement, das haben wir jetzt schon gehört, dass ich stellvertretend für die TU Dresden und für die gesamte Dresden-Konzept-Allianz, also diese Allianz der Forschungseinrichtungen in Dresden, an Sie richten darf, unter neuen, erschreckenden und teilweise vielleicht auch mit einem Gefühl der Ohnmacht verbundenen Zeichen, denn in Europa wird Krieg geführt. Angesichts dieses Leids zeigt sich aber auch Zusammenhalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir stehen zusammen, wir sammeln Spenden, wir holen Menschen an den Grenzen der EU ab, wir bieten Unterkünfte an, wir reden mit einer Stimme, wenn wir Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine verurteilen und uns solidarisch mit der Ukraine zeigen. Der Herr Oberbürgermeister hat ja eben auch vorhin die Hilfsangebote der Stadt Dresden aufgeführt. Diese Situation zeigt also, wir stehen in Dresden zusammen, wenn es um die Menschenrechte geht. Die Stadt kann auf die Mission Lifeline zählen. Ja, sie kann auf ihre Bürgerinnen und Bürger zählen, wenn es darum geht, Geflüchteten Schutz zu bieten, ihnen auf ihren Fluchtwegen beizustehen und auch Bleibeperspektiven zu schaffen. Dresden wird somit schon jetzt in gewisser Weise zum sicheren Hafen für die Menschen, die an den Ostgrenzen der Europäischen Union stehen. Aber wir können und müssen, und das haben auch meine VorrednerInnen schon betont, wir müssen darüber hinausdenken, international, global und aber auch immer wieder in kommunaler Verantwortung. Gerade jetzt, da uns ja die Ursachen für Flucht und Vertreibung in gewisser Weise ganz fühlbar nahe rücken. Die TU Dresden unterstützt also gemeinsam mit der gesamten Forschungsallianz Dresden-Konzept den Aufruf der Seebrücke. Als größte Arbeitgeberin dieser Stadt ist sie gemeinsam mit diesen 33 Dresden-Konzept-Einrichtungen und gut 30.000 Studierenden nicht nur ein Symbol für, sondern sie ist gelebte Internationalität. Zu unserem globalen Engagement
gehören neben vielen weiteren Maßnahmen auch kooperative Forschungsprojekte mit dem globalen Süden oder der internationale Studierendenaustausch. Dresden hat damit, ja, die Wissenschaft steht an der Seite der Landeshauptstadt, hat also neben vielen weiteren Initiativen aus Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft, hat bereits jetzt schon eine breite Basis, die Verantwortung trägt für Humanität weit über die Stadtgrenzen hinaus. Deren Zusammenhalt und Kraft spüren wir seit einer Woche erneut mit aller Macht. Dresden als sicherer Hafen setzt also auf einer breiten Basis auf. Um dieses ehrenamtlich geleistete Engagement jedoch auf Dauer institutionalisieren zu können, braucht es die Kooperation zwischen der Kommune und den Initiativen. Und es braucht ebenfalls ein gut sichtbares, von außen wahrnehmbares Zeichen. Denn nicht nur der bereits von anderen skizzierte und natürlich vorrangige Aspekt der Humanität spielt eine Rolle. Das Image Dresdens hat in den vergangenen Monaten und Jahren leider zunehmend unter menschen- und demokratiefeindlichen Äußerungen gelitten, die auf den Straßen und Plätzen in die Breite getragen wurden. Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und die Zivilgesellschaft der Landeshauptstadt sind auf ein nachdrückliches Signal für ein humanitäres, internationales und weltoffenes Miteinander angewiesen, wie es die Potsdamer Erklärung der Städte sicherer Häfen ausspricht. Nur wenn es einerseits gelebt wird und andererseits aber auch nach außen hin deutlich wird, dass hier eine Atmosphäre der menschenwürdigen internationalen Zusammenarbeit herrscht, können die Dresdner Wissenschaftseinrichtungen die besten Köpfe anwerben und Spitzenforschung unter dem Titel der Exzellenzuniversität weiter betreiben, wovon ja auch die Landeshauptstadt Dresden profitiert. Lassen Sie uns also heute ein positives Zeichen setzen, das die weitere prosperierende Entwicklung der Landeshauptstadt Dresden vorantreibt. Liebe Stadträtinnen und Stadträte, ich lade Sie ein, heute durch den Beitritt zu den Städten sicherer Häfen gemäß der Potsdamer Erklärung nach außen hin sichtbar zu zeigen, was heute bereits gelebt wird. Dresden ist auch schon jetzt Teil einer Vielzahl von Städten, die Verantwortung übernehmen für Humanität, für Solidarität, für Weltoffenheit. Bestätigen Sie dies heute mit dem Beitritt Dresdens zu den sicheren Häfen gut sichtbar und vollumfänglich. Bestätigen Sie also das ohnehin hier Gelebte, das Recht auf Freiheit und Gleichheit, den Schutz der Menschenwürde, das Recht auf Leben und Asyl. Diese Rechte gelten universell und sind unveräußerlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Böhm. Jetzt kommen wir zu Herrn Schmidtke als weiteren Gastredner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche heute hier für den Sächsischen Flüchtlingsrat. Auch wir sind in diesen Tagen rund um die Uhr im Einsatz für die Menschen aus der Ukraine, haben auf unserer Internetseite sachsenweite Initiativen und Hilfsorganisationen zusammengetragen. Und es fühlt sich heute extrem merkwürdig an, hier über das Thema Seenotrettung und Flucht zu sprechen, wenn die Aktualität außenpolitisch diese Debatte eigentlich wenig überholt hat. Denn alle spüren, dass hier Menschen vor der Hölle eines Krieges fliehen. Und wie selbstverständlich arbeiten alle dafür, den Ukrainern, UkrainerInnen schleunigst einen sicheren Hafen zu bieten. Das alles ist extrem toll. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns über jede Person, die jetzt in Sicherheit ist. Nur eine bittere Note schwingt dabei mit, denn die richtige Hautfarbe scheint Türen zu öffnen, die vorher gar nicht existent waren. Ohne Folgeanträge und Anträge hier geborener Kinder wurden im letzten Jahr bundesweit 122.000 Asylgesuche registriert. Das entspricht 0,15% der Gesamtbevölkerung. Weltweit sind laut UNHCR aktuell 84 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Menschen aus der Ukraine noch nicht mitgezählt. In Sachsen waren bis Ende November vergangenen Jahres 9.243 Geflüchtete angekommen, was ca. 0,23% der Gesamtbevölkerung im Freistaat entspricht. Diese Zahlen zeigen, dass trotz weltweit steigender Zahlen von Menschen auf der Flucht langfristig Migration nach Europa abnimmt, weil die Festung wächst. Politische
in Anführungszeichen, Antworten auf Migration wurden in 2021 zu Recht zum Unwort des Jahres. Denn illegale Pushbacks sind längst Alltag an den Außengrenzen der EU. Hinter dem Wort Pushback steckt nichts weiter als eine umfassende Aushöhlung des Rechts auf Asyl in Europa. Zehntausende Menschen wurden an militaristisch hochgerüsteten Grenzen zurückgeprügelt. Genau diese Grenzen, die vor einigen Monaten noch von Ministerpräsident Kretschmer im Zusammenhang mit Polen gefeiert wurden. Zunächst waren das Meldungen aus Griechenland, Spanien, Kroatien, Serbien oder Bosnien. Inzwischen geschieht es auch in unseren Nachbarländern, einige Kilometer von uns entfernt. Stirb hier oder geh zurück nach Polen, sagt ein Soldat aus Belarus zu Darias, nachdem er von polnischen Soldaten bereits über die Grenze zurückgeprügelt wurde. Er lebt inzwischen in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig. Warum er sich auf den Weg machte? Ein anderer verrückter Diktator unserer Zeit namens Erdogan bombardiert seit Jahren den Nordirak, um unter anderem Gasressourcen zu sichern und genau wie in Nordsyrien Gebiete einzunehmen. Darias hat durch einen Luftangriff der Türkei ein Auge verloren, hat seit der US-Invasion 2003 kaum noch Familienangehörige und ist körperlich nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen. Ein anderer berühmter Fall von den Menschen, die über Belarus und Polen eingereist sind, ist Marwa, eine junge Frau aus Syrien, die an Epilepsie leidet und nach einem Zusammenbruch im Wald ins Koma fiel. Weil sie in Polen nicht medizinisch behandelt wurde, erhielt sie im Dezember ein humanitäres Visum und durfte zu ihrer Familie nach Deutschland. Das sind schreckliche Fälle, doch diese beiden Personen hatten noch Glück. Denn noch immer harren Hunderte bei zweistelligen Minusgraden in den ostpolnischen Wäldern aus. Dort sind laut offiziellen Angaben 21 Menschen gestorben. Wie viele tatsächlich, kann überhaupt keiner einschätzen, da immer noch eine 4 Kilometer breite Sperrzone über Monate Medien, medizinische Versorgung und selbst polnische Abgeordnete am Grenzzugang versperrt, den Zugang zu der Grenze versperrt. An der dortigen Grenze zu Belarus ist der 5,5 Meter hohe Grenzzaun entstanden, der unter anderem auch von Herrn Kretschmer, wie gesagt, unterstützt wurde. Und weiter werden aus Polen die ersten Abschiebungen in den Irak gemeldet, ohne dass jemals von diesen Menschen ein Asylantrag gestellt wurde. Es gibt übereinstimmende Berichte von fehlender gesundheitlicher Versorgung von Menschen in den Detention Centers. Dort halten sich ungefähr noch 1600 Menschen in Polen auf. Viele davon auf militärischen Truppenübungsplätzen, wo 20 Personen in einem Zimmer leben. Ja, es sind verrückte Zeiten, das sind wahnsinnige Zeiten, Zeiten, in denen die Taliban sich für Frieden in der Ukraine einsetzen. Und genau in diesen Zeiten, welche Schlagzeilen kommen aus der Landeshauptstadt? Nach Pegida, die Vorrednerin hat es angesprochen, hat sie das Image dieser Stadt extrem verschlechtert. Danach finden jetzt Spaziergänge hier statt, die erneut rechtsextreme Auswüchse in ihren Reihen verharmlosen und sich mit Vernunft und Wissenschaft auf Kriegsfuß befinden. Dresden zum sicheren Hafen zu erklären, wäre hier ein empathischer Gegenentwurf, ein Signal, das die lebensbedrohliche Situation von allen Menschen auf der Flucht anerkennt, egal welche Hautfarbe oder Nationalität sie besitzen. Eine Chance für positive Berichterstattung über die Stadt, in der im Jahr 2009 Putin noch einen Orden verliehen wurde. Ein sicherer Hafen vermag sicher nicht die komplexen Ursachen für Flucht zu beseitigen, aber wäre ein Zeichen der Humanität, die in den letzten Jahren immer mehr abhanden kam. Es wäre ein Zeichen des Bewusstseins dafür, was Menschen auf der Flucht durchmachen. Dass registriert wird, dass hier neben den erwähnten Verstorbenen im Mittelmeer inzwischen eine Abschottung in der EU zur eiskalten Prämisse geworden ist. Ein Nein zur Petition wäre ein weiteres Zeichen, dass in den letzten Jahren rechte Politik Diskurse verschoben hat und diese Festung Europa erst ermöglichte. Es wäre ein zynisches Eingeständnis, dass wir bei der Bedeutung von Menschenleben sehr wohl Unterschiede machen, je nachdem, welchen Pass sie besitzen. Im Vorfeld dieser Petition erklärten sich lokale Vereine und Institutionen bereit, eine direkte Unterstützung zu leisten, wenn dies von uns verlangt wird. Auch wir als Flüchtlingsrat stehen hier bereit, unseren Teil beizutragen. Tausende Menschen in Dresden, die jetzt für Frieden in der Ukraine eintreten und Menschen privaten Wohnraum aufnehmen, beweisen, was Solidarität ermöglicht. Sie beweisen, dass Zivilbevölkerung bereit ist, Menschen auf der Flucht zu helfen. Wir hoffen, dass auch Sie es heute sind und diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Somit damit erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Gastredner. Und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt, wie ich es eingangs gesagt habe, die SPD. Herr Drews. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Auch von meiner Seite an allererster Stelle ein Dank für die eindrücklichen Reden der Gastrednerinnen und Gastredner, die wir hier gerade eingangs dieser Debatte gehört haben.
Dankbar bin ich auch für den Beschluss der Resolution. Das ist ein wichtiges und notwendiges Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, wir stehen aber auch an der Seite der Menschen aus der Ukraine, die sich auf der Flucht befinden und inzwischen auch in Dresden ankommen. Diesem wichtigen und richtigen Zeichen müssen nun Maßnahmen folgen, und deswegen ist der Beschluss zum sicheren Hafen heute der richtige und nächste Schritt. Ich finde es erschütternd, dass erst ein Krieg in Europa ausbrechen musste, bevor so richtig Bewegung in diese Debatte gekommen ist. Aber jetzt ist zum Glück Bewegung in die Debatte gekommen und der Oberbürgermeister hat einen neuen Vorschlag vorgelegt. Und dieser Vorschlag nimmt viele der Forderungen auf, die wir auch als SPD-Fraktion in den letzten Monaten immer wieder gestellt haben. Die Unterstützung der Initiativen aus Dresden, die Menschen auf der Flucht bzw. Menschen, die hier in Dresden angekommen sind, helfen. Die Aufnahme von Geflüchteten über die Verpflichtung des sogenannten Königsteiner Schlüssels hinaus und das Ziel einer langfristigen Integration derer, die hier in Dresden angekommen sind. Und mit Blick auf dieses Thema ist der Ergänzungsantrag der FDP die logische Konsequenz und die logische Fortsetzung dieses Punktes. Und deswegen werden wir diesem dann heute hier in der Abstimmung auch zustimmen. Das, was dem Vorschlag des Oberbürgermeisters allerdings noch fehlt, und da möchte ich an Frau Professor Dr. Böhm anknüpfen, ist das Bekenntnis zur Potsdamer Erklärung und das Anschließen an die Potsdamer Erklärung. Und deswegen, da wird Frau Mühle dann noch mal näher drauf eingehen, haben wir auch noch mal eine kleine Änderung formuliert und wollen die hier zur Abstimmung stellen und hoffen da auf eine breite Zustimmung. Vor allen Dingen ist mir aber wichtig, dass in dem Beschlussvorschlag des Oberbürgermeisters, den er uns vorgelegt hat und auch in seiner Rede vorhin noch mal klargestellt wurde, dass wir keine Differenzierung von Geflüchteten nach Herkunftsland vornehmen. Egal, ob Menschen aus der Ukraine fliehen, aus Syrien oder aus afrikanischen Staaten, sie fliehen vor Krieg und Gewalt, sie suchen Zuflucht in Europa. Dresden ist bereit, diesen Menschen zu helfen, Dresden ist in der Lage, diesen Menschen zu helfen. Und das tun wir ja auch schon, das ist heute schon vielfach angeklungen. Und deswegen ist es, wie eingangs gesagt, der richtige Schritt und der konsequente nächste Schritt, Dresden heute endlich zum sicheren Hafen für alle Geflüchteten zu machen. Und ich bitte um Zustimmung zu diesem Beschluss. Als nächste Fraktion, die FDP-Fraktion, Herr Blödner, bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dresden soll sicherer Hafen werden. Wir hatten den Ursprungsantrag zum sicheren Hafen bereits vor reichlich einem Jahr in ähnlicher Form hier im Stadtrat. In der Zwischenzeit haben auch wir mit der Initiative Seebrücke weiter diskutiert. Als FDP-Fraktion bleiben wir bei unserer Haltung. Als Kommune sollten wir die Themen angehen, auf die wir Einfluss haben. Symbole, die weder rechtlich noch praktisch für uns umsetzbar sind, sollten wir hier weglassen. Der ursprüngliche Antragstext und die Petition tut aber genau das. Das, was Inhalt der Potsdamer Erklärung ist, sind lediglich Interessensbekundungen für Entscheidungsebenen, für die wir nicht zuständig sind. Viel wichtiger ist aus unserer Sicht, konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen und auf der jeweiligen Ebene, auf der sie auch umgesetzt werden können, einzubringen. Und das sind für uns im Dresdner Stadtrat kommunale Handlungsoptionen oder sollten es zumindest aus Sicht der FDP-Fraktion sein. Ich glaube, dass man in Formen wie der ursprüngliche Antrag und die Petition seitens der Initiative bzw. auch des ursprünglichen Ergänzungsantrags von Rot-Rot-Grün und Dissidenten gemacht hat, dem eigenen Anliegen eher schadet. Insbesondere das Thema Aufnahme, Verteilung und Seenotrettung gehört auf EU- bzw. Bundesebene. Die Stellungnahme der Verwaltung zur ursprünglichen Petition spricht die inhaltlichen Schwierigkeiten der Vorschläge deutlich an. Das ursprüngliche Thema Flucht und wie gehen wir damit um und was für Möglichkeiten haben wir als Kommunen zu helfen, ist aber selbst sehr wichtig, momentan noch deutlich wichtiger als zuvor. Und gerade auch die Diskussion mit der Initiative Seebrücke hat ja gezeigt, dass man konkrete kommunale Handlungsfelder im Hinblick auf Integration hat, die man auch angehen kann und sollte. Wir als FDP-Fraktion sind dem Oberbürgermeister für seinen Vorschlag sehr dankbar. Er greift genau die Themen auf, die wir als Kommune leisten können und auch leisten sollten.
entsprechend dafür unsere volle Unterstützung. Als Ergänzung zum Vorschlag des Oberbürgermeisters haben wir einen Vorschlag zur Erweiterung in Punkt 6 eingebracht. Eine zeitnahe Integration in den Arbeitsmarkt bzw. überhaupt die Möglichkeit für Geflüchtete zu arbeiten, sollte deutlich verbessert werden. Darauf müssen wir einen deutlich stärkeren Fokus legen. Aktuell vergeht viel zu viel Zeit, bis eine Arbeitsaufnahme überhaupt möglich ist. Da sind zwar auch die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen nicht optimal, aber zumindest die Genehmigungen der Beschäftigungsaufnahme durch Ausländerbehörde und Arbeitsagentur und Jobcenter öffnen Möglichkeiten, die wir als Stadt genauer prüfen müssen. Wir müssen mehr und vor allem schnellere Möglichkeiten der Arbeitsaufnahme schaffen. Entsprechend sollten wir hier Maßnahmen ergreifen und diesbezüglich unser Ergänzungsvorschlag. Die jetzt neu vorgelegten Änderungsvorschläge von Rot, Rot-Grün und Dissidenten lehnen wir ebenso ab, da sie wieder Änderungen reinbringen, die wir nicht mittragen können. Entsprechend bitten wir um Zustimmung des Ersetzungsantrags des Oberbürgermeisters und unserer dazu vorgelegten Ergänzungsantrages. Vielen Dank. Wird Dissidenten nochmal das Wort gewünscht? Kann ich nicht erkennen. Freie Wähler? Nein. Dann CDU, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann mich kurz fassen. Zunächst, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für diesen Ersetzungsantrag, den Sie heute gestellt haben, angepasst. Wir werden dem voll zustimmen. Er entspricht unserer Meinung. Und ich brauche dazu gar nicht weiter etwas sagen, weil Herr Blödner genau das gesagt hat, was auch unsere Überzeugung ist. Ich will nur eine kurze Ergänzung machen. Gerade aus dem Petitionstext ist das, und das hatte ich in meinem vorherigen Redebeitrag schon ausgeführt, was für uns schlechterdings unerträglich ist, weil er einen Weg in die Irre zeigt, und das ist eine Verurteilung dessen, was in der Europäischen Union zu dieser Frage führt. Wenn dort geschrieben wird, und die Europäische Union mitverantwortlich für die Situation dieser Menschen, mitverantwortlich, woher nehmen Sie das bitte? Was soll das? Was bringt es uns? Wir machen die Europäische Union verächtlich, und ich wiederhole nochmal, die Lebensversicherung für uns alle ist die Europäische Union. Und dann können wir nicht, wenn uns mal irgendetwas nicht passt oder nicht weit genug geht oder so weiter, dann können wir in diesem Ton nicht über die Europäische Union reden. Das geht nicht. Meine Damen und Herren, Sie schütten das Kind mit dem Bade aus, unser aller Lebensversicherung. Das ist für uns ein No-Go, und das zeigt auch die Schwierigkeit dieser Petition. Meine Damen und Herren, wir gehen, ich sagte schon, den Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters mit, weil das genau das ist, was wir als Gemeinde tun können, welche Signale wir setzen können, aber wir müssen schon, und da bin ich der festen Überzeugung, das akzeptieren, was in den zuständigen Gremien gemacht wird, die verantwortlich sind, wenn man so will, für das, was außerhalb unserer Grenzen passiert. Und das ist die Bundesregierung. Die Potsdamer Erklärung ist zu einem Zeitpunkt gemacht worden, als das Bundesinnenministerium CSU geführt worden ist. Jetzt ist es SPD geführt. Die Außenpolitik ist Grüne. Wenn dort jemand meint, und das ist, es werden mehr aufgenommen, keine Frage, dann ist es etwas, was wir akzeptieren. Aber nicht, dass wir die bessere Außenpolitik machen. Da übernehmen wir uns, meine Damen und Herren. Und das machen wir nicht, und dem trägt Gott sei Dank der Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters ausreichend Rechnung, und deswegen gehen wir auch den Änderungsantrag von Rot, Rot, Grün und Dissidenten nicht mit, meine Damen und Herren. Wenn man es überspitzt formulieren will, ist dieser Antrag der Petition gut gemeint, meine Damen und Herren, gut gemeint. Der perfideste Feind von gut ist gut gemeint. Und das ist der, und deswegen lehnen wir diesen Änderungsantrag ab und werden mit der Ergänzung der FDP dem Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters zustimmen. Vielen Dank.
Als nächstes für Bündnis 90 die Grünen, Frau Mühle. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen zu Hause im Stream, liebe Gäste hier. Ich freue mich, dass wir heute die Chance haben, über diese Petition abstimmen zu können. Und ich möchte mich als erstes bedanken bei den PetentInnen, die unermüdlich präsent waren, die Gespräche geführt haben, Überzeugungsarbeit geleistet haben. Natürlich bei allen UnterzeichnerInnen, Privatleuten, Organisationen. Und bei den Menschen von Mission Lifeline, die vor Ort im Mittelmeer Menschenleben retten, zuletzt afghanischen Ortskräften halfen, nach Deutschland zu kommen und aktuell, wie viele andere Organisationen und Privatmenschen, Geflüchteten aus der Ukraine beistehen. Wir sprechen heute über diesen Antrag, überschattet von einem Krieg, der für die meisten von uns unvorstellbar schien. Überschattet von für uns unvorstellbaren Leid, das uns zu nah ist. Doch nicht für alle Menschen in Dresden ist das unvorstellbar. Denn es leben hier viele Menschen, die vor ähnlichen bewaffneten Konflikten, unmenschlichen Diktaturen und Lebensbedingungen geflohen sind. Sie haben oft eine lebensgefährliche Flucht hinter sich und es ist nicht selbstverständlich, dass sie nun hier in Sicherheit leben können. Dabei sollten doch alle Menschen auf der Flucht die Möglichkeit zu sicherer Ankunft in Deutschland oder anderen EU-Ländern haben. Und Herr Brauns, es ist richtig, die europäische Asylpolitik wird nicht in den Kommunen gemacht. Aber meine Vorrednerinnen haben es betont, es geht hier heute um ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist genau das, was Kommunen setzen können. Und der Oberbürgermeister selber stellt fest, dass die Bürgermeister die Möglichkeit haben, sich gegen das Sterben an den europäischen Außengrenzen einzusetzen. Und natürlich ist dieses Sterben an den europäischen Außengrenzen auch eine Verantwortung der Europäischen Union. Kritik unter Freunden ist notwendig und sinnvoll. Ja, es geht um ein Zeichen. Frau Arnold, Herr Ebert haben es bereits betont. Viele Städte in Deutschland, alle Landeshauptstädte außer Schwerin und Dresden, haben es gesetzt. Wir haben erst vor kurzem hier im Rat eine emotionale Debatte dazu gehabt, welche Auswirkungen Pegida und die Berichterstattung darauf auf die Stadt, vor allem auf die Lebensbedingungen der Menschen, die hier als fremd wahrgenommen werden, haben. Ihr Redner, liebe CDU, hat dort eindrücklich darauf hingewiesen, genauso wie Frau Dr. Böhm eben gerade nochmal, welche Bedeutung Weltoffenheit, eine Kultur der Vielfalt und des Willkommens für Dresden und die Dresdner Wirtschaft und Wissenschaft hat. Ich habe bisher keine greifbaren Gründe gegen dieses Zeichen gehört, bin aber der Überzeugung, es spricht sehr viel dafür. Wir können dieses Zeichen annehmen oder uns weiter einbilden, dass Zeichen nichts helfen, während wir uns über die schlechten Zeichen von Pegida und Querdenken empören. Deshalb schlagen wir eine Änderung zum Beschlussvorschlag des OB. Sie haben den Antrag vorliegen, vor die Erklärung von Dresden zum sicheren Hafen im ersten Eingangssatz zu ergänzen. Dieser Kernpunkt der Petition, dieses Zeichen, darf nicht verloren gehen. Ich sehe, dass der Oberbürgermeister in seinem Antrag nun einige wichtige Punkte aus unserem letzten Beschlussvorschlag und der Petition selbst übernommen hat. Herr Drews hat es bereits dargestellt. Darunter auch die Aufnahme über den Königsteiner Schlüssel hinaus. Ich bin traurig, dass es für diese Entscheidung erst einen Krieg in einem europäischen Land brauchte, wo doch, das wurde oft gesagt, alle Menschen auf der Flucht in Dresden willkommen sein müssen. Daher schlagen wir vor, im Punkt 4 den Verweis auf die Notsituation zu streichen und die allgemeine Bereitschaft Dresdens zu erklären. Denn Flucht geschieht immer aus einer Notsituation. Und auch über Schuld sollte in dieser Situation nicht diskutiert werden. Aus unserer Sicht sollte ebenfalls im Geiste der Petition Mission Lifeline im Beschluss als Beispiel genannt werden. Eine NGO, die seit 2016 Menschenleben rettet und inzwischen eines der vielfältigen, identitätsstiftenden Gesichter Dresdens geworden ist. Im Ersetzungsantrag des OB sind nun auch Punkte enthalten, das möchte ich offen sagen, die von der Zielstellung der Petition ursprünglich weit entfernt sind. Für die Möglichkeit einer breiten Mehrheit heute hier stimmen wir diesen aber ebenfalls zu. Dass die Präambel mit Dresden beginnt zum Beispiel, wo wir doch gerade versuchen, das Opfernarrativ zu überwinden und es in der Petition eben nicht um diese Stadt, sondern um Menschen auf der Flucht geht.
Fest steht, es werden mehr Menschen hierher kommen. Es müssen mehr Menschen nach Dresden kommen. Aus der Ukraine, aber auch aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea und vielen anderen Ländern. Wir haben heute die Möglichkeit, die aktuell gelebte Solidarität festzuhalten und auf dem Weg zu einer Kultur von Vielfalt und Willkommen noch einen Schritt weiterzukommen. Ich bitte Sie deshalb eindringlich um Ihre Zustimmung zu dem von uns geänderten Vorschlag des Oberbürgermeisters und wenn das nicht möglich ist, wenigstens um Haltung. Als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, wie Sie wissen, bekennen wir als Alternative für Deutschland uns zum Grundgesetz. Im Artikel 16a Absatz 1 dieses Grundgesetzes heißt es schlicht und für jedermann verständlich: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Wirtschaftliche Notsituationen, Naturkatastrophen oder gar Abenteuerlust sind somit ganz klar keine Gründe für die Gewährung von Asyl in der Bundesrepublik Deutschland. Worüber debattieren wir dann hier eigentlich, Herr Lichti? Deutschland verfügt nach wie vor über keinen direkten Zugang zum Mittelmeer. Auch angesichts der aktuellen Situation kritisiert die AfD weiterhin die ungezügelte Wohlstandsmigration aus dem globalen Süden. Die Landeshauptstadt Dresden ist bereits qua Gesetz dazu verpflichtet, einen Teil der per Königsteiner Schlüssel auf Sachsen verteilte Flüchtlinge aufzunehmen, unterzubringen, zu verpflegen und so weiter. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt in vollem Umfang nach. Wir haben uns den Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters angesehen. Viele der von ihm genannten Punkte sind ohnehin bereits auf kommunaler Ebene verankert und werden erfolgreich umgesetzt. Aus diesem Grunde möchten wir auch die punktweise Abstimmung zum aktuellen Antrag des Oberbürgermeisters beantragen. Ich gelobe, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Kommen Ihnen diese Worte bekannt vor? In Ihrer Gelöbnisformel bekannten Sie sich alle als Stadträte der Landeshauptstadt Dresden dazu. Gerade in Zeiten, in denen einheimische Händler, Dienstleister und Gastronomen pandemiebedingt um ihre eigene und um die Existenzen ihrer Mitarbeiter bangen, die Stadt für ihre Bürger die Gebührenschrauben immer fester anzieht und nun durch die Ereignisse im Osten Europas die ohnehin schon ansteigenden Heiz- und Energiekosten förmlich durch die Decke schießen, von den mittel- und langfristigen Folgen der Sanktionspolitik für die Bürger ganz zu schweigen, in diesen Zeiten sollten Sie sich ganz besonders auf dieses Gelöbnis besinnen. Denn die erforderlichen Hilfen dürfen die Dresdner nicht zusätzlich über Gebühr belasten. Auch diese Auswirkungen müssen wir in der aktuellen Situation als Stadtrat mit bedenken. Die ursprüngliche Petition weiter und weiter zu verschlimmbessern, ist keine Lösung. Viel wichtiger hingegen ist aufrichtige, zivile und konkrete Hilfe. Ich persönlich habe zum Beispiel meinen ukrainischen Freunden angeboten, sie jederzeit bei mir aufzunehmen. Solche Unterstützung ist zielführender, als sich hier im Stadtrat ewig über eine mehrfach geänderte und in einem völlig anderen Kontext entstandene Petition zu unterhalten. Das Recht auf Asyl aus dem Grundgesetz gilt weiterhin uneingeschränkt. Auch die voraussichtlich heute in Kraft tretende europäische Regelung zum Massenzustrom, die den Flüchtlingen aus der Ukraine über § 24 Aufenthaltsgesetz statt wie bisher über das Asylrecht die Aufnahme sichert, ist umzusetzen. Darüber hinausgehende Hilfe soll ein jeder gerne selbst leisten. Vielen Dank.
Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Stream. Zuerst eine Korrektur für alle ins Bewusstsein zu rücken. Die Petition wurde nicht, wie von meinem Vorredner behauptet, mehrfach geändert. Es gilt sie einfach heute, und das wollen wir heute tun, dieser Petition abhelfen, die Dresden zum sicheren Hafen macht. Ich bedanke mich deshalb recht herzlich bei allen unseren GastrednerInnen. Besonders bedanken möchte ich mich aber bei den AktivistInnen der Seebrücke Dresden, die über Jahre hinweg Hilfe geleistet haben und leisten, die nicht aufgegeben haben, Dresden zum sicheren Hafen zu machen und so Dresden in der Tat demokratischer und weltoffener zu machen. Liebe Stadträtinnen und Stadträte, wir brauchen keine neuen Mauern um Europa. Und wir dürfen Menschen nicht einteilen, nicht nach Herkunft, nicht nach Hautfarbe und nicht nach ihrer sexuellen Orientierung. Wir, die Linke, wollen keine Abschottungspolitik. Nicht im Osten, an der polnisch-weißrussischen Grenze, an der seit Monaten schutzsuchende Menschen festgesetzt werden und ums Leben ringen, nicht zur Ukraine und auch nicht im Mittelmeerraum. Wir wollen eine Politik, die Menschen frei und solidarisch in friedlicher Nachbarschaft leben lässt. Die Kommunen der sicheren Häfen verfolgen dieses Ziel. Aus 12 Gründungskommunen im Jahr 2017 sind bereits 297 geworden. Dresden könnte damit heute zur Mitgliedskommune Nummer 298 werden. An dieser Stelle sei mir noch ein Hinweis erlaubt. Der Prozess der europäischen Hilfe schreitet voran. Wir stellen uns hier schon als Dresden an, denn seit dem 25.06.2021 gibt es ein breites Bündnis europäischer Städte, eine internationale Allianz sicherer Häfen, die in Palermo, wo dieses Bündnis geschmiedet wurde, anwesenden Bürgermeister betonen, bei der Verabschiedung des Grundlagendokumentes die Notwendigkeit, dass Migration auf legalem Wege stattfinden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen am Stream, niemand flüchtet freiwillig. Angesichts der Beiträge, die wir heute gehört haben und angesichts der Erfahrungen, die wir alle in den vergangenen Tagen gemacht haben, machen mussten, vielleicht auch machen konnten, was die Solidarität, was die Hilfebereitschaft anbelangt, angesichts dessen sollte es doch endlich für alle Demokratinnen und Demokraten hier im Raum, die sich als weltoffen verstehen, und sich der Humanität und der Menschlichkeit verpflichtet fühlen, kein Problem sein, der vorliegenden Petition abzuhelfen. Deshalb meine eindringliche Bitte: Stimmen Sie unserem interfraktionellen Änderungsantrag, Frau Mühle hat ihn vorgestellt, der im Wesentlichen die Punkte vom Oberbürgermeister aufnimmt, stimmen Sie diesem Antrag zu. So können Sie wirklich der Petition Abhilfe bringen und so können Sie wirklich Ihre Solidarität mit geflüchteten Menschen zeigen. Damit, mit dieser Zustimmung, würden wir heute auch dem Aufruf der evangelischen Kirche in Deutschland folgen. Dazu ein kleines Video.
scheint nicht ganz so zu funktionieren, ist aber nicht so schlimm. Zum Schluss heißt die Botschaft, man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Das Sterben im Mittelmeer muss ein Ende haben. Viel zu viele Menschen sind schon gestorben. Deswegen wollen wir jetzt nicht nur reden, sondern wir wollen handeln. Wir haben dieses Bündnis gegründet, United for Rescue. Wir wollen Spenden sammeln, um die zivilen Seenotretter zu unterstützen. Und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid, dass ihr spendet, dass ihr uns unterstützt und dass ihr euren Beitrag dazu leistet, dass das Sterben im Mittelmeer endlich aufhört. So, meine Damen, meine Herren, damit wäre zunächst die Fraktionsrunde durch und wir kommen dann zu weiteren Rednern. Zunächst hat seinen Redebeitrag avisiert und auch nach unserer Hauptsatzung auch berechtigt der Vorsitzende des Integrations- und Ausländerbeirats, Herr Winsche, bitte schön, und dann Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Die Ereignisse der letzten Tage haben uns alle schockiert. Die Aggression Putins in der Ukraine hat uns die Schrecken des Krieges nahegelegt. Ebenso wie erschütternd diese Schrecken dieser Kriege sind, umso groß ist die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung für die Ukraine. Das ist überwältigend. Zum dritten Mal sitzen wir heute zum Thema sicheren Hafen hier in Dresden. Letztes Mal wurde zu einer unsäglichen Debatte, was dem Anliegen, die Wichtigkeit dieses Antrages überhaupt nicht entgegenkommt. Wir reden hier nicht über abstrakte Zahlen, sondern über Menschen, über humanitäre Verantwortung und ja über eine Frage des Gewissens. Menschen dürfen nicht in Kategorien oder Wertigkeit eingeteilt werden. Es ist egal, welche Hautfarbe oder Herkunft, wenn jemand vor Krieg flüchtet, dann es ist unsere Pflicht zu helfen. Und die verdienen dann auch unsere Hilfe. Und wenn wir in der Lage sind zu helfen und dies nicht tun, dann ist das ein Verbrechen an die Menschlichkeit. Der Integrations- und Ausländerbeirat steht mehrheitlich hinter diesem Antrag und bittet um die Unterstützung. Bereits 2015, im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise, herrschte hier im Lande Weltuntergangsstimmung. Doch die Zivilgesellschaft hat eindrucksvoll bewiesen, dass wir bereit sind zu helfen und dass wir das nun tun. Wir haben eine Verantwortung für die Menschlichkeit, auch für die Elendslagen in Moria und an den europäischen Außengrenzen. Warum jetzt und hier auf eine gesamteuropäische Lösung zu warten, ist ungefähr so realistisch, wie dass Putin den Friedensnobelpreis bekommt. Und die Menschen in den Lagern haben vielleicht nicht so viel Zeit. Jeder Mensch verdient eine faire Chance. Viele Menschen, die damals zu uns gekommen sind, sind heute integrierte, geschätzte Bürger unserer Stadt. Bei der Arbeit, ob es Pflege, Paketbote, Barbier, Universitätsprofessor, und ehrenamtlich in den Vereinen, die aktiv sind. Aus Fremden wurden Freunde. Denken Sie bitte kurz nach. Ich bin sicher, dass jedem fällt mindestens ein gutes Beispiel dazu ein. Diese Menschen möchten die Hilfe und Unterstützung, die ihnen damals zuteil wurde, auch gerne wiedergeben. Das sehen wir auch an der großen Bereitschaft, auch der ausländischen Communities, jetzt auch für die Menschen unserer Ukraine zu helfen. Sollte heute der Antrag oder gegebenenfalls der Ersetzungsantrag, Änderungsantrag zugestimmt werden, ich kann Sie versichern, dass die Zivilgesellschaft bereit ist und seinen Beitrag leisten wird, auch zu helfen. Und zum Schluss, wir reden jetzt um einen symbolischen Akt.
ein symbolischen Akt zu zeigen, wofür Dresden steht und wofür wir wirklich da sind. Setzen Sie ein Zeichen. Dankeschön. Als nächster Redner Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt außer der Reihe gemeldet auf den Redebeitrag des geschätzten Kollegen Dr. Brauns. So sehr, wie ich ihm vorhin bei der Ukraine-Debatte zugestimmt habe, als er ausgeführt hat, dass die EU sowas wie unsere Lebensversicherung ist, so sehr muss ich ihm jetzt an dieser Stelle widersprechen. Ich bin ein glühender Anhänger der EU und nach mir könnte die auch sich wesentlich enger und klarer zusammenschließen. Aber wir müssen auch sehen, welche Verantwortung die EU hat, gerade in der Flüchtlingspolitik. Und da muss ich einfach sagen, wenn ich mir die EU-Politik der letzten 7, 8, 9, 10 Jahre angucke, dann hat die eine eindeutige Tendenz. Und die Tendenz ist das, was der Herr Schmidtke hier dargestellt hat. Und ich will es Ihnen einfach noch einmal, und Herr Dr. Braun, Sie sind Jurist, Sie können mir folgen, aber ich möchte es auch für die anderen hier noch mal klar sagen. Natürlich ist die EU, und ist seit Jahren bekannt, für illegale Pushbacks verantwortlich. Ich will nur mal sagen, was Pushbacks sind. Pushbacks sind Zurückweisungen an der Grenze von Flüchtlingen, die die Grenze überschreiten wollen, um Schutz zu suchen innerhalb der Europäischen Union. Und nach europäischem und nach deutschem Recht haben Sie einen Verfahrensanspruch, dass Ihr Schutzgesuch in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft wird. Das hat der EuGH in dem Ihnen sicher bekannten Entscheidung Hirsi von 2013 eindeutig klargestellt. Völlig einhellige Rechtsmeinung. Sie finden keine andere Ansicht. Die Praxis der EU ist eine andere. Die Pushbacks der griechischen Marine in der Ägäis, unterstützt von Frontex, der EU-Behörde, sind bekannt. Sie sind nachgewiesen. Und wenn Sie die Tagespresse verfolgen, dann sehen Sie, dass die Antikorruptionsbehörde der EU mittlerweile gegen Frontex vorgeht. Das zeigt wiederum, dass die EU als Rechtsgemeinschaft funktioniert. Sehr gut. Aber sie geht gegen Frontex vor wegen illegalem Verhalten. Darauf sollten wir stolz sein und nicht so tun, als ob die EU nicht mitverantwortlich wäre, wie es hier gesagt worden ist. Lassen Sie mich daran erinnern, wie war denn die EU-Politik vor 7, 8 Jahren? Da gab es die Rettungsmission Sophia. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert. Da hat die damalige Außenbeauftragte Mogherini, die Italienerin, gesagt, wir können es nicht zulassen, dass im Mittelmeer Menschen verrecken gelassen werden. Darum geht es nämlich letztendlich. Und sie hat eine Rettungsmission gemacht, die hieß Sophia, und die Leute haben aus dem Wasser gezogen. Diese Mission wurde 2015 oder 2016, war es, glaube ich, beendet. Beendet. Aber nicht, weil die Flüchtlingsströme aufgehört haben, sondern weil man das nicht mehr wollte. Man hat also von der EU darauf gesetzt, dass die Menschen abgeschreckt werden durch Ertrinken. Und dann sind solche Organisationen wie Mission Lifeline in die Bresche gesprungen. Was ist dann passiert? Ihre Schiffe wurden in Italien festgesetzt. Die Besatzungen wurden als Schlepper kriminalisiert. Ungeheuerlich. Was ist in Deutschland passiert? Man hat extra die Schiffssicherheitsverordnung, eine Verordnung, von der Sie und ich vorher auch noch nichts gehört haben, hat man geändert, damit Sportboote nicht mehr eingesetzt werden können zur Menschenrettung. Man hat alle bürokratischen Instrumente genutzt, um die Rettung von Ertrinkenden im Mittelmeer zu verhindern. Auf EU-Ebene, auf deutscher Ebene. Und das ist die Wahrheit. Und das, was in Russland, nicht in Russland, in Polen und Belarus passiert an der Grenze, was die polnische Regierung leistet, ist absolut rechtswidrig und menschenverachtend. Absolut rechtswidrig und menschenverachtend. Und es ist eine Schande, dass wir hier einen Ministerpräsidenten ertragen müssen, der das auch noch gutheißt. Und ich setze noch mal einen drauf. Mich wundert nicht, dass es genau dieser Ministerpräsident ist, der jetzt auch noch als einziger Verständnis für Herrn Putin zeigt. Ich bin abgekommen, entschuldigen Sie, aber es regt mich auf. Herr Dr. Brauns, wirklich. Die EU ist wunderbar,
aber wir müssen auch kritisieren, wo es etwas zu kritisieren gibt. Und es ist so, dass seit Jahren die Europäische Union an illegaler Zurückweisung von Flüchtlingen beteiligt ist. Und das ist eine Schande. Und das kann man und muss man in einer Petition auch ansprechen. Danke. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Das kann ich nicht sehen. Dann würden wir in die Abstimmung eintreten. Die würde ich wie folgt führen. Ich glaube, es ist hinfällig, weil sich da alle Anträge darauf beziehen, als Abstimmungsgrundlage den Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters herzunehmen und dann sowohl auf Basis dessen dann zunächst den interfraktionellen Änderungsantrag und den Ergänzungsantrag der FDP abzustimmen. Und dann würden wir zu einer Finalabstimmung kommen über geändert oder nicht geändert des Ursprungsantrages. Ich darf zunächst fragen, wer... So, noch eine Frage dazu? Herr Braun, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, wir hatten vorhin punktweise Abstimmung beantragt während meiner Rede. Danke. Punktweise dann der finalen Abstimmung dann. Weil alles andere macht ja, glaube ich, keinen Sinn. Gibt es da welche, die zusammengefasst werden können, oder muss ich wirklich über 7 einzelne Punkte abstimmen? Jeden Einzelnen. Also, wir haben ja Zeit, alle Welt. So, dann komme ich zunächst zur Abstimmung über den Änderungsantrag interfraktionell. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Enthaltung? 34 Ja-Stimmen bei 33 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wäre das so angenommen. Und wir haben einen Ergänzungsantrag dann der FDP. Wer diesem im Punkt 6 oder hinten dran folgen möchte, den 8 wäre das dann, aber den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das ist die große Mehrheit, wäre damit auf jeden Fall aufgenommen. So, und jetzt ist beantragt worden, dass wir punktweise einzeln dann durchgehen. Ich würde zunächst die finale Abstimmung so machen, dass ich in einem Komplex die Präambel mache und dann immer jeden Einzelpunkt zur Abstimmung stelle, wenn Sie damit so einverstanden sind für die finale Abstimmung. So. Wer der Präambel seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Dreiundvierzig Ja, 16 Nein, 9 Enthaltungen, wäre das so erstmal angenommen. Dann kommen wir zu den einzelnen Punkten. Beginnen mit dem Punkt 1. Wer dem Punkt 1 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. (33) Ja, 21 Nein, 13 Enthaltungen, wäre so angenommen. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? (44) Ja, 12 Nein, 12 Enthaltung, wird es so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. (44) Ja, 24 Nein, keine Enthaltung, so angenommen. Wir kommen zum Punkt 4. Wer dem Punkt 4 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen (35) Ja, 21 Nein, 12 Enthaltungen, so angenommen. Wir kommen zum Punkt 5. Wer dem annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung. (56) Ja, keine Nein, 12 Enthaltung. Dann so angenommen. Wir kommen zu dem Punkt 6. Wer dem Zustimmung geben möchte, wohl wissen, der Punkt 6 ist jetzt so ergänzt, wie wir vor uns das mit dem Ergänzungsantrag FDP versehen haben. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. (56) Ja, 12 Nein, keine Enthaltung, wäre so zugestimmt. Und last but not least, wer dem Punkt 7 die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. 56 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, dann auch so angenommen. Und damit wären wir erstmal auch durch diesen Tagesordnungspunkt 10 in einer Beschlussfassung mal durch. Wir haben es mittlerweile bereits 18.45 Uhr und gehen jetzt in eine Pause bis 19.15 Uhr. Und beginnen nach der Pause dann mit dem Tagesordnungspunkt 29.